Hassprediger, wenn wir diesen Begriff hören, dann denken wir ja direkt an Islamisten, die mit scharfen Worten junge Muslime anstacheln und gegen andere Religionen hetzen. Aber gibt es sowas auch in einer christlichen Kirche? Auf keinen Fall, das ist doch unvorstellbar, möchte man meinen. Aber wenn Sie gleich hören, was in der evangelischen St. Martini-Kirche in der Bremer Innenstadt gepredigt wird, dann werden Sie ins Grübeln kommen, ob wir da doch noch so weit von weg sind. Sebastian Manz. Die Martini-Gemeinde an der Schlachte sieht sich als strenger Bewahrer christlicher Werte. Wenn wie gestern tausende Bremer für ein friedliches Miteinander von Kulturen und Religionen eintreten, gehört das offenbar nicht zu diesen Werten. Während hier Christen, Muslime oder Juden Gemeinsamkeiten betonen, werden von der Kanzel in St. Martini Gegensätze gepredigt. Nachzuhören ist das auf der Webseite der Gemeinde. Wir haben Ausschnitte einer Predigt von Pastor Olaf Latzel aus dem Januar zusammengefasst. Es gibt nur einen wahren Gott. Wir können keine Gemeinsamkeit mit dem Islam haben. Das ist Sünde und das darf nicht sein. Davon müssen wir uns reinigen. Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Ich weiß, dass wenn ich damit hingehe und das klar sage, dass das Widerstände gibt. Aber das ist das, was Gott von uns möchte. Selbst gemeinsame Feste von Christen und Andersgläubigen sind Latzel schon zu viel. Muss ich denn da auch mitmachen, wenn die uns einladen, nicht zu ihrem Zuckerfest und all diesem Blödsinn? Nein, da müssen wir ganz sauber bleiben. Wenn es um den Umgang mit nichtchristlichen Religionssymbolen geht, wählt Pastor Latzel Worte, die man sonst eher Hasspredigern zuschreiben würde. Gott sagt, umhauen, verbrennen, hacken, Schnitte ziehen. Aber das fordere nicht ich, das fordert unser Herr und Gott. Solche Töne in einem Bremen, das doch eigentlich bunt sein will, für die Grünen ein Unding. Also er steht auf einem Quadratmillimeter Bremen, den er sich selber zimmert und alle anderen, mit allen anderen darf man nicht mehr sprechen, mit allen anderen darf man keinen Kontakt haben. Reinheit ist das Stichwort und das ist etwas, was immer sehr gefährlich ist. Der Debatte um ein weltoffenes Bremen schadet die Predigt nicht, glaubt dagegen die Linke. Im Gegenteil. In gewisser Weise muss man so einem Prediger, Hassprediger vielleicht in Tüttelchen, auch dankbar sein, dass sowas mal so deutlich geäußert wird. Ne? Wir diskutieren ja jetzt in der Öffentlichkeit immer wieder Islamismus, die Extreme der Religion. Und da haben wir jetzt auf einmal ein Extrem der Religion, aber beim Christentum. Die Bremische Evangelische Kirche, zu der auch die Martini-Gemeinde gehört, hat die gestrige Demo mitorganisiert. Für Initiatorin Jeanette Querfurt ist der St. Martini-Prediger ein Einzelfall. Naja, man muss immer damit leben, dass man in der eigenen Familie, in der eigenen Partei Leute hat, die Sachen sagen, die man selber unmöglich findet. Das muss man einfach aushalten. Die überwiegende Zahl der Christinnen und Christen in Bremen und der Gemeinden in Bremen steht hinter dieser Aktion, hat sich angeschlossen. Die Bremische Kirche selbst hat sich angeschlossen. Also ich glaube, da ist das eine Stimme, die jetzt zu vernachlässigen ist. Für eine Stellungnahme war Pastor Latzel heute nicht zu erreichen. Die Martini-Gemeinde hat er mit seiner Predigt in die unmittelbare Nähe religiöser Fundamentalisten gerückt. Bernd Kuschnerus, der zweithöchste Repräsentant der Bremisch-Evangelischen Kirche, ist bei mir. Das ist schon ein starkes Stück, wenn wir das hören. Ich zitiere das nochmal. Wir können keine Gemeinsamkeit mit dem Islam haben. Das ist Sünde. Umhauen, hacken, verbrennen, Schnitte ziehen. Wie kann das sein, dass so etwas in einer Ihrer Kirchen gepredigt wird? Lassen Sie mich zunächst mal sagen, die Bremisch-Evangelische Kirche steht für Respekt vor anderen Religionen, für ein friedliches Miteinander. Hier ist in der Tat eine etwas verirrte Stimme. Ich habe das selber nachgehört, diese Predigt, und war sehr erschüttert und auch sehr traurig darüber, dass hier jemand sich so im Ton vergreift und unerträgliche Formulierungen wählt. Aber der steht ja eben an einer Position in der Kirche, wo sich die Kirche jetzt nicht ducken kann und sagen kann, da hat sich einer verirrt, oder? Wir können uns als Gesamtkirche nur distanzieren. Wir sind an ganz vielen Stellen, ganz vielen Gemeinden engagiert für Flüchtlinge, im Gespräch mit anderen Religionen, in der geschwisterlichen Partnerschaft mit den Katholiken. Und an dieser Stelle können wir eigentlich nur sagen, wir müssen uns distanzieren und das Gespräch mit diesem Pastor suchen. Das ist meine Frage. Welche Konsequenzen wird es jetzt geben? Also was werden Sie ihm sagen in einem Gespräch? Wir haben kein Lehrzuchtverfahren. Wir werden nochmal deutlich machen, was ist eigentlich der Stand? Wie lesen wir die Bibel gemeinsam? Auf welche Werte berufen wir uns gemeinsam? Was ist aus unserer christlichen Glaubenshaltung heraus zu sagen? Und ich muss sagen, der Geist Jesu ist nicht der Geist des Hasses, sondern des Miteinander und des Gespräches. Aber wird der
dieser Pastor, wird er Sie ernst nehmen? Weil das ist genau die Toleranz, die Sie einfordern, gegen die er ja wettert. Wo er sagt, das geht gar nicht. Und er spricht im Namen des Herrn. Das sind seine Worte. Das bleibt abzuwarten. Denn es geht ja immer nur darum, dass wir mit dem Wort ins Gespräch kommen. Das ist ja unsere Haltung. In der Bremischen Evangelischen Kirche ist es so, wir haben also kein hierarchisches Lehramt, wo wir dann eingreifen könnten, sondern es ist ein bisschen wie in der offenen Gesellschaft. Man muss ertragen, dass manche Leute sich anders äußern. Aber man muss dann auch gucken, dass man was dagegen setzt und dass man die eigene Haltung dann deutlich macht und zeigt, worum geht es eigentlich im christlichen Glauben. Ist er denn einer vielleicht, der das sagt, was mehrere denken? Ich glaube, dass er sehr isoliert ist insgesamt. Es gibt einen weltweiten Konsens eigentlich der christlichen Kirchen, auch vom Ökumenischen Rat der Kirchen, aber auch von den eher Evangelikalen, die sagen, ja, wir wollen Dialog und Respekt, auch in Missionsfragen. Da geht es also um eine ganz andere Richtung. Insofern denke ich, ja, da ist jemand doch eher isoliert. Aber zum Prozedere nochmal, was jetzt kommen kann. Sie können nicht sagen von oben herab, das war jetzt seine letzte Predigt, das hat sich erledigt? Das geht nicht. Das Verfahren haben wir in der Bremischen Kirche nicht. Das ist das Verfahren, was Sie vorhin angesprochen haben. Also das heißt, die Gemeinde bestimmt selbst, wer vorne auf der Kanzel steht. Wir haben eine Lehrfreiheit der Gemeinden und die Gemeinden bestimmen an dieser Stelle selbst. Er geht seine Kritiker in der Predigt auch schon an. Er sagt, sie werden sagen, ich hetze und so weiter. Wie viel Kalkül ist dahinter? Wie viel Provokation will er eigentlich? Das ist möglicherweise ein psychologisches Muster. Das muss man im Einzelnen sehen. Unsere Haltung ist eher zu sagen, nein, es geht hier um Respekt und Vielfalt. Das leben wir. Das ist unser Bekenntnis. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Bernd Kuschnerus, vielen Dank für den Moment.